Minimalismus.ch, Selim Tolga. Hallo Selim. Guten Morgen, Thomas. Wohin gehst du mit deinen Sachen, die du aussortiert hast? Das ist, glaube ich, eine Frage, die alle beschäftigt. Bei mir gibt es da zum Glück nichts mehr. Also wenn ich da mal was habe, dann eigentlich immer in den Gebrauchtwarenladen. Also ich versuche immer, das Zeug möglichst schnell loszuwerden, anstatt dann noch Geld zu machen. Und bei meinen Kunden vor Ort, dort versucht man schon, noch etwas Geld rauszuholen, wenn es denn möglich ist. Aber auch dort sage ich immer gleich zu Beginn, beim Minimalismus geht es ja um die Freiheit. Also lieber möglichst schnell weg mit dem Zeug und dann die neue Freiheit genießen. Und wie machst du es? Ja, eben, für mich ist es auch wichtig, dass das Zeug relativ schnell weggeht. Denn wenn ich es irgendwo verkaufen müsste, also verkaufen spreche ich von Online-Plattformen, wie zum Beispiel eBay, in der Schweiz ist es Ricardo, Bücher zum Beispiel, Momox gibt es da, es gibt Flohmärkte, aber das ist immer mit Aufwand verbunden. Du musst das Zeug vielleicht sogar sammeln, fotografieren, dann reinstellen, beschreiben. Das ist mir meistens zu aufwendig. Am einfachsten für mich war jeweils, die Sachen zu verschenken. Entweder an Freunde, Familie oder online. Bei Facebook gibt es bei uns eine Gruppe, die nennt sich Zuger helfen Zuger. Also Zug ist die Region, wo ich wohne. Da gibt es auch so Verschenkkreise und solche Sachen. Und ich glaube, da kann man relativ schnell Dinge loswerden, die noch gut sind. Oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Genau, also Facebook brauche ich jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger. Und das ist wirklich, also diese Facebook-Gruppen sind wirklich extrem gut, das stimmt. Ja, auch gerade ich habe, oder auch der Marketplace ist sehr gut, kennst du den, wo man einfach etwas wie bei eBay oder Ricardo verkaufen kann auf eBay, auf Facebook, eben dieser Marketplace, also dort geht es um Geld und dann die Gruppen fürs Gratiszeug, ja, tauschen, verkaufen, verschenken, wirklich super, ja. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn die Sachen, die du weggeben möchtest, noch einen relativ hohen oder noch einen gewissen Wert, finanziellen Wert haben, dann tun sich die Leute schwer, das wegzugeben. Aber für mich ist es eher wichtig, dass ich etwas, dass das Ding oder der Gegenstand noch von jemandem verwendet werden kann. Also für mich ist es weniger wichtig, Geld zu bekommen, weil eben ich zahle ja, es ist ja schon bezahlt, es ist auch schon, ich sage mal, abgeschrieben. Oder wenn ich es nicht nutze, bin ich selber schuld, wenn ich etwas kaufe und nicht nutze. Also zahle ich dafür halt ein bisschen Lehrgeld. Aber ich finde, wichtig ist, dass es weg ist und dass es jemand weiter verwenden kann. Genau, das sehe ich auch so. Also man muss wirklich davon wegkommen, dass man dafür ja mal Geld ausgegeben hat und das jetzt irgendwie wieder reinbekommen will. Also von dem muss man wirklich wegkommen, sonst fällt die Trennung sehr schwer. Das sehe ich auch so. Also wenn jemand noch Freude hat daran und das noch brauchen kann, dann sind die Leute auch viel schneller gewillt, es wegzugeben. Das beobachte ich auch. Dumm ist es natürlich mit Dingen, die man zum Beispiel für den Beruf gebraucht hat. Also ich hatte gerade kürzlich eine Augenärztin als Kundin und die hat natürlich viele Utensilien und Werkzeuge und das sind jetzt nicht Dinge, wo sofort jemand brauchen kann. Was macht man dann mit solchen Sachen? Also so Berufsgegenstände eigentlich. Hast du warst ja Fotograf, oder? Du hast ja sicher auch solche Dinge gehabt, die vielleicht niemand mehr braucht. Ja, der Vorteil zum Augenarzt ist, dass bei der Fotografie die Zielgruppe relativ groß ist. Es gibt relativ viele Leute, die fotografieren. Und wenn du nicht gerade in einer extremen Nische tätig bist, dann kannst du schon einiges noch unter die Leute bringen. Aber ja, je exotischer das Hobby oder der Beruf war, umso schwieriger wird es auch, jemanden zu finden. Wobei meistens hast du ja sicher auch Kontakte aus dieser Szene, wo du drin warst. Und dann kannst du halt anschauen, ob du das wegbekommst. Und wenn es dann halt nicht möglich ist, du niemanden findest, dann geht's halt nicht, kommst du nicht drum herum, es zu entsorgen oder zu recyceln. Ja, genau. Also wir haben dann bei dieser Person haben wir einfach auf dem Berufsverband haben wir geschaut für eine neue Augenärztin, die gerade neu begonnen hat, dass man die Sachen dann dort verkaufen konnte. Aber sonst, ja, sehe ich das auch so mit dem Entsorgen. Aber da tun sich viele Leute sehr schwer mit einfach etwas entsorgen. Du hast ja dort einmal gearbeitet, oder? Wie hast du das dort erlebt? Also da kommt wahrscheinlich alles, oder? Ja, also ich arbeite jeweils jeden zweiten Samstag dort, so als Aushilfe. Der Job ist bezahlt.
Und ich glaube, da lernt man sehr viel über die Konsumwelt oder über den Überfluss, in dem wir leben. Also die Leute haben einfach zu viel Geld, uns geht es zu gut. Da werden Sachen entsorgt, die kann man problemlos noch verwenden, zum Teil neue Sachen. Dann kommen sie und sagen, das ist noch neu, kann ich das hier hinstellen, das kann sich jemand gebrauchen. Und da muss ich jeweils sagen, nee, wir können nur Bücher hinstellen, alles andere muss entsorgt werden, weil wir sind kein Hol und Bring, wir sind eine Entsorgungsstelle. Mhm. Und dann verstehen das die Leute zum Teil nicht, dann sage ich, ja, ihr müsst das selber unter die Leute bringen wieder oder am besten gar nicht kaufen. Mhm. Und theoretisch könnte man sich da einen Haushalt einrichten, wenn man da einen Monat oder zwei Monate da sich hinstellen würde und alles mitnehmen würde, was da entsorgt wird. Mhm. Das ist also eine ganz normale Entsorgungsstelle, wo man alles bringen kann, also von Elektroschrott über Bücher, genau, Möbel, alles. Okay. Von der Gemeinde, da wird getrennt, also ja, was halt alles zu trennen ist. Und der Großteil wird halt immer noch verbrannt. Das ist auch noch ein Thema, wenn man etwas kauft, dass man sich überlegt, wie kann ich das am Ende des Lebenszyklus wieder entsorgen? Weil wenn ich einen Tisch kaufe als Beispiel, der aus Metall oder aus Glas ist, kann ich den kostenlos entsorgen. Mhm. Also momentan Wissensstand. Wenn er aber aus Holz oder Plastik oder irgendein Gemisch ist, dann musst du 50 Rappen pro Kilo bezahlen zum Entsorgen, zum Verbrennen, wenn du ihn entsorgst. Also das sollte man sich auch überlegen, wenn man einen schweren Tisch kauft, dass der dann halt auch relativ viel kostet bei der Entsorgung. Ja, genau. Also da werden wir dann sicher noch in einer Episode sich vor neuem Ballast schützen, im Detail darüber reden. Das geht ja auch darum, bevor man etwas kauft, dass man sich fragt, wo tue ich das Ding überhaupt hin, dann mehr aufs Aufräumen bezogen. Das stimmt, ja. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn wir beim Aussortieren sind, wenn man sich vielleicht nicht sicher ist, wohin damit, oder denkt, ich treffe sicher bald mal jemanden, der das gebrauchen kann, dann kann ich es theoretisch auch zwischenlagern für, sagen wir, 3 bis 6 Monate im Keller, im Estrich irgendwo, einfach damit man noch etwas Zeit gewinnt. Also man räumt es von der Wohnung raus in den Keller, macht sich vielleicht einen Termin, schreibt die Kiste an bis Mitte Jahr und hat dann ein bisschen mehr Zeit, die Sachen wegzubekommen. Vielleicht hilft das jemandem, darüber hinwegzukommen, auch wenn du noch ein paar Mal drüber schlafen kannst und irgendwann dann merkst, ich brauche es wirklich nicht und ich finde auch niemanden, der es gebrauchen kann. Genau, ich habe das auch schon so gemacht, dass man dann direkt einen Termin abgemacht hat mit jemandem, der das Zeug dann einfach geholt hat im Keller unten, weil wenn man dann einfach die Kiste wieder öffnet und die Dinge wieder sieht, ist einfach die Gefahr bei vielen Leuten hoch, dass sie dann doch Dinge wieder rausnehmen und die berühmte Frage kommt, vielleicht brauche ich das nochmals. Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich versuche auch gewisse Sachen aufzubrauchen. Also klar, alles, was Lebensmittel sind, Kleidung zum Teil auch. Ich habe jetzt noch ziemlich viele Socken, ziemlich viel Unterwäsche. Die brauche ich jetzt einfach auf, bis die durch sind, die Socken Löcher haben und so. Und erst dann kaufe ich mir wieder was Neues. Ich habe mir sowieso einen Kaufstopp für gewisse Sachen auferlegt. Mhm. Genau, dann ist dann wieder... Sortiere ich das alles dann von alleine aus. Ich bin dann einfach gezwungen, das Zeug zu brauchen, was ich habe, bis ich wieder was ersetzen kann. Mhm. Was hast du denn mit deinen emotionalen Sachen gemacht? Zum Beispiel deine Schulhefter und einfach all das Zeug, was sich da sammelt. Das beobachte ich auch oft, dass die Leute dort nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Wie hast du das gemacht? Also ich denke, das ist auch mal eine eigene Folge wert, aber ich habe nicht sehr viel. Ich habe immer noch Fotos, die habe ich immer noch. Schulhefte und so Schulbücher habe ich alle mal entsorgt. Ich glaube mal beim Umzug, weil ich habe dann gemerkt, einerseits damals hat man Bücher bekommen und das Wissen war nur im Buch drin. Heute kannst du, wenn du noch weißt ungefähr, um was es geht, kannst du das googeln und findest dieses Thema irgendwo online und kannst das Wissen vielleicht nicht genau so, wie es im Buch beschrieben ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel in der Wirtschaftsinformatik, da gibt es ein paar Methoden, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder etwas zu evaluieren. Dann googelst du das und dann findest du diese Information. Da musst du nicht zwingend dieses Buch haben. Und seien wir ehrlich, wenn du das Zeugs nicht anschaust, ein Schulheft, klar, ich bin jetzt nicht so emotional gebunden an Dinge. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den man durchlaufen muss,
sich von gewissen Dingen zu lösen, weil die Erinnerung, ich kann auch ein Foto machen von diesem Erinnerungsstück und das dann wegschmeißen, weil die Erinnerung bleibt mir dann vielleicht beim Foto erhalten. Was so ein Zwischenschritt, was man da machen kann, wenn das jemandem zu krass ist, ist halt, dass man so wie ein Altar macht oder eine Schatzkiste, wo man dann einfach die besten Stücke einer Kategorie dann doch aufbewährt. Aber wenigstens sind sie dann zusammen. Das hilft auch vielen. Wenn sie nicht gerade extrem radikal sein wollen, haben sie trotzdem ein kleines Ding von jeder Kategorie so in einem Schatz zusammengefasst. Und wie groß ist diese Box? Ja, das muss man vorher definieren, ja. Sollte nicht größer als eine Kartonschachtel sein, einfach. Was ja, ich auch noch gehört habe von Tauschpartys, hast du das schon mal gemacht? Ja, ich hatte schon Kundinnen, Frauen, die das einfach mit Kleider gemacht haben, vor allem. Also ein paar Kolleginnen einladen und dann Kleider tauschen und Schuhe. Das ist sicher machbar. Aber ich denke, im Moment, wenn die Frage kommt, wohin mit all dem Zeug, wenn es schnell gehen muss, ist immer noch das Brockenhaus das Beste. Oder ich glaube, in Deutschland sagt man, weiß ich gar nicht, Sozialkaufhaus, kann das sein? Ja, irgend sowas. Also eine Spende an Bedürftige, Kleidersammlung finde ich auch relativ einfach. Du machst einfach eine große Tüte voll Kleidung, genau, und gibst sie dann ab. Da habe ich kürzlich gelesen, bei H&M kann man gebrauchte Kleidung auch abgeben und dann kriegst du einen Gutschein, kein Geld, sondern 15% auf deinen nächsten Einkauf, aber nur im Geschäft, was nicht online, sondern einen physischen Gutschein, ich glaube 15%. Und ich denke, so kannst du vielleicht noch ein bisschen, wobei dann kaufst du dann wieder etwas, das ist eigentlich nicht so gut. Das müsste nicht, der Sinn ist nicht, was wegzugeben, um dann was Neues zu kaufen, sondern vielleicht einen Gutschein aufbewahren und wenn du wirklich was brauchst, dass du dann etwas kaufst. Ja, oder den Gutschein gar nicht annehmen, das geht auch. Oder einen Gutschein verschenken kannst du natürlich, wenn du jemanden kennst, der ab und zu dorthin geht. Was ich noch wichtig finde, ist, also ich bin ja bei den Leuten zu Hause, wenn wir da am Aufräumen sind und am Ausmisten sind und dann wollen sie mit jedem Ding noch ein bisschen Geld machen und bevor es weggeht. Und ich versuche die Leute immer dorthin zu bringen. Beim Minimalismus bekommt man ja auch etwas im Gegenzug. Man bekommt eben dieses freie Gefühl. Man fühlt sich frei, weil der schwere Lebensrucksack leichter wird und dieses Gefühl der Freiheit, das hat einfach so viel Mehrwert als das bisschen Geld, wo man da jetzt noch verdienen könnte mit dem Verkauf und den Sachen. Und wenn einem das bewusst wird, dann fällt es eigentlich wirklich auch viel leichter mit dem Loslassen und sagen, okay, komm, jetzt füllen wir das Auto und spenden die Sachen und danach fühle ich mich frei und das hat für mich einen größeren Wert. Ja, das muss man natürlich zuerst erkennen. Ich glaube aber, wenn du jemandem eine Freude machen kannst mit etwas, das er dann auch verwenden kann. Ich habe kürzlich meine Schneeschuhe verschenkt. Ich glaube, dann macht es doppelt Freude. Ich bin sie losgeworden, jemand anders kann sie nutzen. Ich kenne die Person, die freut sich. Natürlich, wenn man sowas findet, ist das wahrscheinlich schon doppelt so gut, als wenn man jetzt das irgendwohin verkauft. Also ich glaube, Geld macht überhaupt nicht glücklich, wenn man Geld dafür bekommt. Außer man bekommt so viel Geld, dass man sich vielleicht einen Urlaub leisten kann oder irgendwas sonst ein schönes Erlebnis. Aber sonst bin ich schon der Meinung, dass Geld, also dass das Gefühl, es wegzuhaben, viel, viel größer oder wichtiger ist, als einfach nur ein bisschen Geld zu bekommen. Ja, genau. Also wenn man natürlich jemanden eben kennt, der das Ding wirklich brauchen kann, das ist natürlich der optimalste Weg. Und wenn es ein bisschen schneller gehen soll, dann eben der Gebrauchtwarenladen, wo man die Dinge einfach spendet. Weil dort kann man die Tüte füllen, man bringt es und die Sache ist erledigt. Es ist einfach schnell und effizient. Es gibt auch noch das Freecycle, was ein bisschen in diese Richtung geht. Wenn man dann zu faul ist, zum Brockenhaus zu gehen, zum Gebrauchtwarenladen, kennst du das? Die Leute holen es dann bei dir ab. Ich kenne es nicht, ich habe es vorher kurz aufgerufen, in der Schweiz nicht so verbreitet offensichtlich. Ja, es gibt eine Zürich-Gruppe zum Beispiel, also es kommt jetzt schon auch langsam. Aber es ist eine weltweite Organisation, wo man die Sachen einfach gratis verschenkt und wenn du auch mal etwas brauchst, dann kannst du es auch dort beziehen. Weil das ist ja auch grundsätzlich, wobei es geht wieder in die Richtung, statt neu zu kaufen, Sachen ausleihen von Leuten. Also man könnte auch Dinge jemandem ausleihen. Klar, dann sind sie nicht weg, aber ich mache es manchmal so, ich gebe jemandem etwas, kannst es nutzen, solange du willst.
Und wenn du es nicht mehr willst, dann meldest du dich wieder. Dann, wenn ich möchte es wahrscheinlich nicht mehr, aber die andere Person möchte es nicht geschenkt haben, weil es irgendwie zu viel ist und ich möchte es nicht bei mir aufbewahren. Und dann gebe ich es manchmal weg, einfach zum Gebrauch. Und wenn es dann soweit ist und es wieder zurückgeben will, dann müssen wir direkt diskutieren, was wir damit machen. Wie sieht es dann mit digitalen Produkten aus, wie CDs, DVDs? Das ist da sicher jetzt, also DVDs ist ja auch schon tot, CD ist schon länger tot. Das wird immer sehr viel entsorgt bei uns, bei der Entsorgungsstelle, Bücher auch. Wie gehen deine Kunden damit um? Wird es digitalisiert, die CDs und die Bücher? Die Bücher nicht unbedingt, aber können sich die Leute davon lösen oder ist das auch ein schwieriger Faktor? Also fast alle haben das. Also wenn ich so jetzt ein paar Gegenstände nennen würde, die Leute am meisten zu Hause haben zum Ausmisten, sind es eigentlich immer Bücher, Kleider, DVDs und CDs sind so diese Gegenstände. Die Bücher sind ganz schwierig, weil viele Leute wollen nach wie vor das physische Buch in den Händen halten und können sich da schwer mit einem digitalen Reader tun. Aber bei DVDs und CDs ist es nicht so ein Problem. So, ich kann jemandem zum Beispiel zeigen, wie das mit Netflix funktioniert oder dass man die Filme einfach auch ausleihen kann. Und sobald die Leute wissen, dass man sich ja das Zeug auch anders beschaffen kann, sind sie eigentlich relativ schnell bereit, diese Dinge zu entsorgen. Ja, vor allem, wenn du nicht regelmäßig so einen Film auf DVD guckst du vielleicht einmal oder vielleicht zweimal und dann ist das durch. Also das nur schon das ganze Konzept der DVD ist massiv überholt in der heutigen Zeit. Ja, absolut. Und genau das Gleiche bei der CD. Das ist ja wirklich vorbei jetzt, oder? Mit dem Zeitalter von Spotify und auf YouTube findest du jeden Song. Also, ja. Ja, man muss den Leuten auf einen Anreiz zeigen, was sie gewinnen, wenn sie die ganze CD-Sammlung... Klar hat das viel Geld gekostet, aber das ist eben ein schlechtes Argument, auch bei den CDs. Ja, das ist generell einfach ein schlechtes Argument. Das hat Geld gekostet. Es kostet ja auch weiter Geld, wenn man es behält, oder? Man muss es pflegen, man muss ihm einen Parkplatz geben, man muss sich damit beschäftigen. Das kostet alles Energie und Zeit. Was auch noch ein Thema ist, wenn Sachen defekt sind, dass man die nicht einfach wegschmeißt. Es gibt da solche Repair-Cafés, wo Dinge wieder repariert werden. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn man das Gerät nachher auch weiterhin nutzt. Warst du schon mal in so einem Café? Ich war noch nie dort, leider. Nein, das kenne ich jetzt gar nicht. Das wird auch bei uns ab und zu von der Gemeinde oder von so gemeindeähnlichen Institutionen einmal im Quartal oder im halben Jahr gibt es das ab und zu. Da sind irgendwelche pensionierte, Handwerker oder Elektroniker, die helfen dir, Geräte zu reparieren. Ich glaube, es ist kostenlos. Und der Hintergrund ist, dass du halt nicht alles einfach wegschmeißt, sondern Dinge, die man noch reparieren kann, dorthin bringt zum Reparieren. Obwohl es wahrscheinlich im Laden gesagt wurde, es lohnt sich nicht, das zu reparieren, weil es einfach zu teuer wäre. Aber da das ehrenamtlich ist, ist das wieder interessant. Ja, das ist lustig. Nein, habe ich nicht gekannt. Ja, muss ich mal schauen. Gehen wir mal zusammen einen Kaffee trinken dort. Ja, ich sollte mal gehen. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit und sollte solche Sachen ein bisschen mehr berücksichtigen, weil ich glaube, oftmals ist da nicht so viel kaputt, aber wenn etwas ein Gegenstand 20 Franken gekostet hat, und dann lohnt sich das nicht mal, den irgendwo hinzubringen. Also wenn man jetzt wirklich nur die Zeit und das Geld anschaut und den Aufwand, den man hat. Ja, genau, eben, das stimmt. Ja, wollen wir abschließen mit der Frage, was dein letzter Gegenstand war, den du losgeworden bist von dir? Wenn ich das noch wüsste. Also ich kann waren sagen, es nicht die Schneeschuhe? Die Schneeschuhe waren, ja, das war relativ kürzlich. Ich habe auch noch einen Schlitten weggegeben, als es noch Schnee hatte kürzlich. Da hat sich auch jemand sehr gefreut. Wie hast du das gemacht? Einfach gefragt bei deinen Freunden, wer will einen Schlitten oder wie war? Den habe ich über Facebook habe ich ein Bild gemacht, bei mir draußen vor der Haustür, zwei, drei Bilder vom Schlitten, geschrieben Rodelschlitten aus Aluminium, bla bla bla, reingestellt bei dieser Zugerhelfen-Zugergruppe, ging etwa 10 Minuten, dann war der weg. Abgesagt, und dann sage ich, ihr könnt ihn bei mir abholen, stellen ihn vor die Türe,
dann muss ich auch nicht noch da zu Hause sein und mit den Leuten noch viel diskutieren und reden. Und dann ist der weg, am Abend ist der jeweils weg. Ja, super. Bei mir war es ein Helmer-Regal. Das ist so ein Schubladenelement von IKEA, das ich bisher unter meinem Schreibtisch hatte. Jetzt habe ich nur noch eine einzige Schublade. Und das habe ich über den Facebook Marketplace verkauft. Also das ging nicht mal eine Minute. Das ist so einfach. Man macht ein Foto davon, gibt den Preis ein paar Details, den Standort und dann wurde es abgeholt. Man zahlt keine Gebühren. Also ist wirklich sehr einfach und effizient. Das einzige Problem ist halt, dass die Leute vorbeikommen müssen und es in einer gewissen Distanz sein muss bei physischen Produkten. Ich denke, das ist ein bisschen ein Hindernis. Aber wenn sich's, man findet schon Leute aus der Region, denke ich mal. Ja, ich denke, es ist immer gut, wenn man Sachen loswerden will, dass man ein paar Fotos macht, die Daten zusammensammelt und dann all diese Dinge, die man nicht mehr will, kann man in den Keller tun und dann kann man ein bisschen spielen mit diesen Fotos und den Daten. Man kann ein paar Mails machen, Freunde fragen, man kann dann wirklich arbeiten damit oder eben in Facebook einstellen und über verschiedene Kanäle arbeiten. Und wenn man das so macht und dranbleibt, dann findet man fast immer jemanden, der das Zeug noch brauchen kann. Ja, das denke ich auch. Dann, das ist doch ein gutes Schlusswort, ja? Ja, verkauft das Zeug, verschenkt es und ja, versucht euch davon möglichst schnell zu trennen. Und genießt die neue Freiheit, die mehr wert ist als vielleicht das bisschen Geld, das ihr da verliert. Das ist so. Alles klar. Dann Feedback wie immer an mail@minimalismus.ch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss, Thomas. Ciao, Selim. Tschüss.